Liebe Dellbrücker, es bewegt mich heute hier zu sein und das zu sehen. Und vielen Dank, dass ich da dabei sein darf. Das ist bei den vielen Orten, die eben aufgezählt wurden, wo ich war, nicht selbstverständlich. Dellbrück bin ich zum ersten Mal. Wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und ich habe mir vorgestellt, dieser Weg, den Jesus geht mit dem Kreuz und was da geschildert wird in den Evangelien, die Verhandlungen von Pontius Pilatus, von den hohen Priestern, der Kreuzweg, ob es dort überhaupt irgendeinen Augenblick gegeben hat, wo Jesus mal Ruhe hatte, für sich war, vielleicht war. Ich habe das Johannesevangelium extra nochmal drauf durchgelesen. Vielleicht war es an der Stelle, wo Pontius Pilatus verhandelt mit den hohen Priestern, dieser religiösen Elite der damaligen Zeit, dass Jesus derweil in einem Kerkerzelle war und wenigstens für einen kurzen Augenblick mal Zeit hatte, um sich auf das zu besinnen, was ihm in dem Augenblick wichtig ist. Nicht getrieben zu sein, sondern von seiner eigenen Überzeugung und von seinem eigenen Glauben her diesen Weg zu gehen. Er sieht, was ihn erwartet, es ist völlig klar, worauf das hinausläuft. Und ihm ist das nicht erst seit eben klar, sondern schon länger. Aber was ist ihm durch den Kopf gegangen? Was bewegt ihn? Was ist das, was Jesus vom Inneren her denkt? Das finden wir nicht direkt gesagt, das ist nicht zitierbar. Aber vielleicht kann man es oder muss man anfangen, sich überlegen, wie geht es mir, wenn ich an solch einer Stelle bin? Wenn ich getriebener bin, wenn ich weiß, auf mich zukommt. Keiner von uns hat dieses Schicksal, aber vielleicht haben wir die Fähigkeit, uns ein bisschen hineinzufühlen in den Weg. Ich glaube, dass durch die Gebete und das, was hier unterwegs geschehen ist, wir dazu eingeladen sind und das uns möglich wird. Denn Jesus war ein Mensch wie wir. Der hatte Angst. Der empfindet Schmerzen. Und die Einsamkeit. Die Einsamkeit auf diesem Weg. Jesus ist ein Mensch wie wir. Und es ist eigentlich nur ein einziger Punkt, in dem er sich noch nicht einmal von uns unterscheidet, sondern in dem er das, was jeder von uns Menschen kann und wozu wir alle eingeladen sind, wo Jesus das in seiner ganzen Fülle lebt. Ein einziger Punkt, in dem Jesus ganz Mensch ist und als Mensch das lebt, was Menschen können, nämlich Vertrauen. Jesus hat Schmerzen wie wir, Jesus hat Angst wie wir, Jesus erlebt Einsamkeit wie wir. Und Jesus lebt uns vor, dass wir Menschen eingeladen sind zum Vertrauen, indem er genau in diesem Augenblick das ganze Vertrauen lebt, auf das er sich vorbereitet hat in seinem ganzen Leben, indem er im ständigen Gebet, im ständigen Nachdenken, im ständigen Sprechen mit anderen, seinen Jüngern, darüber, was ihm wichtig ist, wächst in dem Vertrauen, dass Gott ihn trägt, und zwar gerade in diesem Augenblick. Gerade in diesem Augenblick, das mag am Ende ein ganz dünner Faden sein, am Kreuz. Wenn er am Schluss sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist dort die Gottverlassenheit, die er vor Gott bringt. Dann ist da die Gottverlassenheit, die er vor Gott bringt. Es ist ein dünner Faden. Aber an der Stelle erinnert sich Jesus an ein Wort, das er von Kindheit kennt, weil es im Buch der Psalmen steht in der Bibel. Psalm 22. Und er betet es vor Gott. Statt sich der erdrückenden Macht zu beugen, die für ihn das Schlimmste will, die ihn demütigt und getötet sehen will, ruft Jesus zu Gott. Jesus hat diesen dünnen Faden, dieses
zentrale Rückgrat des Vertrauens in Gott dem vorgezogen, was die Alternative wäre. Klein beizugeben, mit den Wölfen zu heulen, sich aus der Affäre zu ziehen, zu sagen, ich bin es ja doch nicht gewesen oder ich will ja doch nicht. Nein, an dieser Stelle trägt ihn dieser so dünne und doch starke Faden des Vertrauens. Jesus hat sich das nicht ausgesucht. Er hat sich vielmehr gefreut, als er eingezogen ist in Jerusalem und die Pilger, die mit ihm gekommen waren, gejubelt haben. Hosanna, der da kommt. Das ist etwas, wo Jesus sich sicher ganz großartig darüber gefreut hat. Aber dieses Ansehen, diese Begeisterung, diese Freude war für ihn nicht das Entscheidende. Jesus war ein junger Mann, vielleicht 33 Jahre alt, der war gesund, der war kraftvoll. Aber seine Gesundheit war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war seine Treue zu dem, was ihm wichtig ist. Die Treue zu einer Wahrheit. Diese Wahrheit, für diese Wahrheit legt Jesus Zeugnis ab. Die Wahrheit ist, die Armseligkeit und Ohnmacht einer Liebe ist stärker als der Tod. Die Armseligkeit und Ohnmacht einer Liebe ist stärker als alle Macht und aller Reichtum, der nur Tod über andere bringt. Bei aller Angst und allem Zittern ist die Ohnmacht der Liebe stärker. Wenn Jesus irgendwo im Kerker bei Pilatus für ein paar Minuten Stille hat, dann glaube ich, ist es das, wo er sich nochmal daran erinnert hat, was ihm wichtig ist und weswegen er diesen Weg geht. Das merkt man ja daran, dass er dort, wo er spricht und dort, wo er betet, er mit Worten der Bibel spricht. Also er hat etwas, auf das er zurückgreifen kann und das ihm selber Orientierung gibt. Er ist in einer jüdischen Familie groß geworden und hat den ganzen Schatz des jüdischen Glaubens aus der Bibel von seinen Eltern mitbekommen gehabt und von den Menschen, mit denen er gelebt hat. Und das ist der Augenblick, in dem dieser Schatz von ihm gehoben wird, um damit leben zu können. Das ist für mich Christsein. Dass ich über mein Leben hinweg aufwachse, lebe mit dem, was Glaubensschatz ist, durch die Menschen, mit denen ich zusammen glaube, durch die Tradition, die uns anvertraut ist, durch die Heilige Schrift, die wir lesen können, durch die Gebete, die wir kennen, damit dort, wo es drauf ankommt in meinem Leben, wir diesen Schatz haben, um damit denken und wollen und beten zu können. Jesus war allein in diesem Augenblick. Da oben verhandeln bei Pilatus die religiösen Führer. Das sind die Bischöfe der damaligen Zeit. Glauben Sie nicht, dass irgendjemand von denen die Schulden von Jesus übernommen hätte? Aber Jesus hat aus der Bibel heraus gewusst vom Propheten Jesaja, es gibt den Augenblick, wo ein Einzelner stehen muss, auch wenn alle anderen dagegen sind. Und die ganze Schuld dieses Verhältnisses auf sich nimmt, indem er das trägt, das Holz, das ihm auferlegt wird. Das können wir lernen, das können wir versuchen zu verstehen und zu sehen, indem wir unsererseits auf Jesus schauen und teilhaben an seinem Glauben und Vertrauen, zu vertrauen, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Zu vertrauen, dass ich nicht selber herrschen muss, sondern ich dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden beten darf. Gott, du herrschst. Zu vertrauen, dass nicht das gute Ansehen, schon gar nicht das gute Ansehen der kirchlichen Hierarchie das Entscheidende ist. Nicht die Institutionen und Bischöfe sind glaubwürdig, sondern es ist glaubwürdig die Erfahrung. Die Erfahrung des Glaubens, dass selbst ein dünner Faden von Glauben und Vertrauen reichen kann, um an die ganze Fülle von Gottes Gegenwart anzuknüpfen. Und dass dieser Faden die Kraft gibt im entscheidenden Augenblick. Diese Erfahrung vom Morgen des Karfreitags, als Jesus für einen Augenblick in der Zelle bei Pilatus ganz für sich war, dass er in diesem Augenblick gespürt hat, ich bin tief drinnen
in der Glaubensgemeinschaft, die das Zentrale sieht, dass wir Gott vertrauen, gerade in einem solchen Augenblick.